Hans Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschine. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Hätte nicht geschadet, ne? Hey, Kollege! Suchst du irgendwas Bestimmtes? Du, Fred? Ich nicht, Fred. Immer der mit dem Hut ist Fred. Du fahr nach Hause? Ja, sicher, Mann. Warum machst du denn dauernd? Ihr fahrt durch Österreich? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Gute Reise. Danke. Der hat doch einen Vogel, oder? Zwei. Kennst du den genauer? Nie gesehen. Der tat aber so, als wenn du ihn genauer kennst. Ja, und ich kenn ja auch jede Sau. Ey, keine Ausdrücke, ne? Entschuldige. Du, pass auf, ich fahr jetzt bis zur DDR-Grenze fahr ich vorweg und dann fährst du vor, ne? Was heißt DDR-Grenze? Wir waren Tschechoslowakei, Brünn-Salzburg. Salzburg, Österreich? Ne. Ja, an der DDR-Grenze kann es dir passieren, dass sie dich von oben bis unten filzen. Wir haben doch gar keine Ladung zum Filzen. Ja, deswegen filzen sie dich ja gleich doppelt. Wir fahren Tschechoslowakei. Hast du irgendeinen Grund, da nicht durchzufahren? Ich? Ne, wieso? Ja, dann fahren wir. Schon wieder los. Hör mal, Franz. Ich habe eine gute Idee. Pass mal. Wir fahren nämlich nicht über Mikulov, sondern wir fahren 30 Kilometer weiter westlich hier. Warum nicht über Mikulov? Ist immer so voll. Sind sie doch alle. Verstehst du, da wirst du stundenlang kontrolliert. Und bei den anderen Übergängen ist nicht so voll? Nee, ich kenne mich da aus. Ach nee, da ist doch bestimmt was faul. Warum kannst du nicht geradeaus fahren wie alle anderen auch? Das ist unheimlich blöd von dir. Immer wenn ich eine gute Idee habe, dann sagst du, es ist was faul. Ist ja gut. Das geht mir nämlich langsam auf den Wecker. So viele gute Ideen hast du ja auch noch nicht gehabt. Also gut, wir fahren deinen Spezialübergang. Setz dich auf deine Kuh. Setz dich auf deine Kuh. Salzburg, Anockeren, Salzburg. Hier spricht der dritte Mann. Die S33 hinter Dreismauer hat Glatteis. Was? Mitten im Juli? Hier Kamikaze. Kamikaze ruft Rambo 2. Meld dich. Hier Rambo 2. Servus, Alter. Ich stehe neben der A1 Richtung St. Pölten. Und der große Büffel ist gerade an mir vorbeigefahren. Das ist Leibung. Bist du sicher? Freds LKW hat doch lange Hörner vorn dran, oder? Na klar, jetzt haben wir. Wenn's er was. Müssen wir sofort der Kaiserin Bescheid sagen. Erst mal, ich glaub, die mögt's ja nicht, du. Doch, doch, ich hab mitgehört. A1 Richtung St. Pölten. Genau, Kaiserin. Halt einmal ein. Danke, meine Herren. Was lauern die da? Grüß die Hauptmajestät. Rüber zu Diensten, Gnädigste. Was ist eigentlich los? Hast du den Funk nicht an? Nee, wieso? Na, dann schalt mal ein. Ganz Österreich sucht dich.
Da ist irgendein dritter Mann dabei und eine Kaiserin. Ich würde ganz gern wissen, was du hier für ein krummes Ding zu laufen hast. Ich überhaupt nicht. Aber willst du, dass ich sauer werde? Warum wolltest du nicht durch Österreich fahren? Warum wolltest du einen anderen Grenzübergang haben? Und warum suchen die Kollegen nicht hier über Funk? Jens, diesmal ist es wirklich was Schlimmes. Es ist was Persönliches. Hat das was mit dieser Kaiserin zu tun? Ich kann nichts dafür. Ich wirke nur mal auf Frauen unheimlich. Auf mich wirkst du auch unheimlich. Du kannst ja deswegen nicht alle heiraten. Ich gebe ja noch ein größeres Durcheinander, als es sowieso schon ist. Wer ist die Frau eigentlich? Elisabeth. Sie ist gar nicht übel. Sie ist hübsch, hat Geld, ist treu. Sie hat nur einen Fehler. Sie will mich heiraten. Dabei bin ich höchstens ein oder zweimal mit ihr ausgegangen. Aber so geht mir das immer. Ach so. Und wegen so einer Weibergeschichte machen die Kollegen den Aufstand? Kollegen. Die finden das hier besonders witzig. Ihr Vater hat nämlich die größte Spedition in der Wachau. Jetzt meinen die Kollegen alle, ich soll da einsteigen. Aber wollen sich alle nur einschmeicheln beim alten Schrammel, das ist der Vater von Elisabeth. Also sowas Bescheuertes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Wisst ihr, ich wusste ja, dass du mir nicht glaubst. Aber du musstest unbedingt durch Österreich durchfahren. Und du bist ganz sicher, dass die Frau dich haben will? Dich? Ja, Franz, mich. Und jetzt bin ich verloren. Ja, bloß. Wenn sie dich kriegen will, muss sie ja erstmal deinen Lastwagen kriegen. Kennt die den? Weiß die, dass da vorne so Hörner dran sind? Ja. Na, dann mache ich einen Vorschlag. Wir tauschen. Du fährst meinen, ich fahr deinen. Was meinst du, wie die guckt, wenn die auf einmal vor mir steht? Und dann bei Salzburg hinter der Grenze wartest du auf mich. Mensch, Franz, das willst du wirklich für mich tun? Na klar. Ach, das heißt für dich, für mich, Mensch. Ich will nach Hause und anders kommt man ja mit dir aus Österreich nicht weg. Hey. Hä? Schon Schlüssel? Steckt! Meiner auch. Franz! Sie fährt ein silbernes Cabrio! Aber das kannst du gar nicht verfehlen! Wieder einmal der dritte Mann. Der Langkorn ist bei St. Pölten jetzt von der Autobahn runtergefahren. Und jetzt die kleine Straße Richtung Gürtweg. Das nutzt ihm auch nichts. In 5 Minuten habe ich ihn. Büffelhorn grüßt fliegende Gummigans. Es läuft alles nach Plan. Meld dich bloß nicht, Mann. Mensch, das ist falsch. Das ist ja klasse, ey. Ich hab gesagt, du sollst dich nicht melden. Das unbekannte Objekt ist identifiziert, fährt 20 Meter hinter mir und will an mir vorbei, aber du weißt schon. Büffelhorn grüßt fliegende Gans. Nee, umgekehrt. Jedenfalls ist alles runter. Ruhig. Was soll das, Frick? Österreicher ist doch immer Verlass.
sind alle. Wo ist Langhorn geblieben? Verdammt nochmal. Hier spricht der Almdudler. Langhorn fährt von mir Richtung Arlberg. So Scheiß, der fährt hinter mir. Baustelle Brenner. Wahrscheinlich ist er mit dem dritten Mann in der Wiener Kanalisation. Hier, Kota. Ich hab ihm gerade am Boden gesagt. Ruhe, verdammt nochmal. Hallo, Sissi. Hier ist Kaiser Franz. Ich hab Longhorn gesehen, der fährt gerade Richtung Spitz. Und wenn er das Tempo beibehalten kann, dann wird er in 20 Minuten in Melk sein. Aha, danke. Gern geschehen. Zollfahndung, Ihre Papiere bitte. Zollfahndung? Ihre Papiere. Hört mal, ich war doch längst beim Zoll. Die haben alles kontrolliert, ich habe gar nichts geladen. Übertreibt ihr nicht ein bisschen? Sie bleiben vorläufig festgenommen. Natürlich. Der Wagen ist beschlagnahmt. Vorläufig festgenommen? Warum denn? Wir wissen, dass Sie Schnaps schmuggeln. Ich schmuggel keinen Schnaps. Ich habe eine kleine Kiste Zigarren aus der russischen Botschaft, aber keinen Schnaps. Mann, ist ja schon gut. Zollfahndung. Hat er nichts zu tun, oder was? Hä? Lass da einen armen Tracker ran. Alle Büffeljäger mal her hier. Die Jagd ist zu Ende und die Sissi hat ihren Fritz selber aufs Kreuz gegeben. Sie hat ihn vom Zoll einfangen lassen. Der hat denen erzählt, er schmuggelt einen Schnaps und dann haben sie ihn eingeknallt. Na du, das ist aber auch das erste Mal, dass die Buben vom Zoll für was gut sind. Na, hoffentlich kommt der Fritz jetzt allein zurecht mit seiner Kaiserin. Da wird nicht der Höfi aus. Hör mal, du Büffeljäger! Wo sitzt der? Sitzen? Wenn du mich fragst, dann liegt der. Ja, aber wo, Mensch? Na, du wirst es aber genau wissen. So, sein Wagen steht auf jeden Fall am Zollhof in Krems. Sagen Sie mal, Chef, wenn ich wirklich Schnaps schmuggeln würde, baut ihr mir etwa den Motor auseinander? Was sucht ihr eigentlich in meiner Kabine? Da passen doch höchstens zwei Kisten rein, das lohnt sich doch gar nicht. Was wir machen, machen wir gründlich. Wer weiß, was ihr sonst noch alles schmuggeln. Fred, komm du mir nach Hause. Und wehe, die finden hier einen halben Liter Schnaps. Fred, dann bring ich dich um. Ah, nichts zu finden. Warum nicht? Weil mein Kumpel nicht schmuggelt. Was machen Sie mit meiner Tasche? Der Wagen bleibt beschlagnahmt. Sie können sicher Ziel im Ort nehmen. Und morgen in der Früh um 9 möchte ich Sie hier wieder sehen. Sie haben sich in der Zimmernummer geirrt. Ist das nicht in Ordnung? Fällt Ihnen was nicht? Der Bademantel gehört dem Hotel. Ich kann ihn ja hochkrempeln. Sie sind doch mit dem LKW gekommen. Das ist richtig. Ich bin mit dem LKW gekommen, dann habe ich mir dieses Zimmer und anschließend gleich ein Bad genommen. Und jetzt eben wäre ich beinahe ins Bett gegangen. Aber das ist doch Freds LKW. Stimmt. Haben Sie den Wein mitgebracht? Moment mal. Woher wissen Sie, dass das Freds LKW ist? Die Hörner. Ich habe es ihm selber geschenkt. Ach so. Demnach sind Sie diese Elisabeth Schrammel aus Österreich, die zum Zoll gegangen ist und behauptet hat, Fred wäre ein Schnapsschmuggler. Vielleicht in der Hoffnung, dass Sie ihn festnehmen, was? Selber haben Sie ihn ja nicht gekriegt. Sie haben sich ja abhängen lassen mit Ihrem Wundersportwagen von mir, von einem LKW-Fahrer. Sie sind also die Elisabeth, die den Zoll scharf gemacht hat, die mir die Polizei auf den Hals gehetzt hat und die Himmel und Hölle in Bewegung gebracht hat. Meine Frage unter uns. Und das alles bloß, um den Fred zu kriegen? Das ist ja ein Hammer. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich auch was anderes als immer so mit dem Kopf machen? Ja, dann sagen Sie mal was dazu.
Dann, gnädige Frau, werde ich Ihnen mal was dazu sagen. Erstens, Sie sind an den Falschen geraten. Zweitens, mit mir solche Geschichten nicht. Drittens, Sie gehen jetzt zum Zoll, ziehen Ihre Anzeige zurück und sorgen dafür, dass ich meinen LKW wiederkriege. Viel Glück dabei. Aus. 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 Trotzdem. War vielleicht ein bisschen voreilig. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, gnädige Frau, Sie sind hier im falschen Zimmer und beim falschen Herrn. Und wenn Sie jetzt nicht umdrehen, dann können Sie mich mal von meiner ganz ekligen Seite kennenlernen. Kann ich rein? Nein, Sie können jetzt... Fred? Hm? Wieso kommst du denn zum Fenster rein? War sie schon hier? Ja, sie war schon hier. Ich habe mir nämlich gedacht, sie ist im Gasthaus und... Da wollte ich mich natürlich nicht sehen lassen. Also ich kenne mich nämlich... Wenn Elisabeth vor mir steht, dann werde ich einfach schwach. Dass die Frau mich so unheimlich liebt, das ist schon irgendwie toll. Was die sich alles hat einfallen lassen, um mich zu kriegen, das ist nicht zu fassen. Nee, das ist nicht zu fassen. Franz, hast du schon mal sowas erlebt? Nee, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ist das die Liebe? Ehrlich gesagt, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Großer Meister, Sie können das Ding wieder zusammenbauen. Das war eine Fehlanzeige. Ja, ja. Ja, ja, du siehst, er glaubt mir kein Wort. Erklär du es ihm bitte. Was? Ja, das stimmt, was er gesagt hat. Hier. Die Frau, die wollte mich haben. Und weil sie mich nicht gekriegt hat, hat sie mich angezeigt wegen Schnappschmuggel. Ja, damit ihr das Auto festhaltet, weil sie gedacht hat, ich sitze da drin. Da drin habe ich aber gar nicht gesessen. Da drin saß nämlich er. Aber er hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Das ist die blödeste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Ja, aber die stimmt. Pass mal auf, die Anzeige, die kam doch von der Frau, oder? Na, siehst du, dann glaubt ihr auch kein Wort. Das ist ja auch eine idiotische Geschichte, die würde ich dir auch nicht glauben. Na, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns das Auto ganz auseinandernehmen? Ich sag dir, ehe die Frau nicht herkommt und die Anzeige zurückzieht und klipp und klar erklärt, dass das Ganze eine Finte war wegen Eifersucht und so, bauen sie dir den Rest auch noch auseinander. Bis zur letzten Schraube. Du meinst? Ja, genau. Ich hab keine andere Chance mehr? Ich hab mein Bestes getan. Ich hab mich für dich auf deinen LKW gesetzt. Es hat nichts genützt. Jetzt bist du da. Du hast ja recht. Klar hab ich recht. Hast vollkommen recht. Ja, ich hab vollkommen recht. Andererseits... Ich finde das unheimlich toll, was die Sissi sich da hat einfallen lassen. Wirklich toll. Wer? Elisabeth. Mensch, spar dir dein Gesülze auf für deine... Sissi. Sissi.
Es war für uns eine aufrichtige, große Freude, wie mir meine kleine Sissi von ihrem Anruf berichtet hat. Herzlich willkommen, lieber Fred. Willkommen in unserer Familie Schrammel. Auf das junge Brautpaar. Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, genau. Los. Und zur Verlobung. Das darf alles nicht wahr sein. Wie bitte? Ich meine, es ist echt schön hier. Freunde, jetzt das Gleiche nochmal, aber rückwärts und dass mir keine Schraube fehlt. Bist deppert? Genau. Sagen Sie das Ihren Leuten. Wiedersehen. Das darf nicht wahr sein. Kann ich hier mal bitte durch? Muss mit Ihnen reden. Ich möchte aber nicht mit Ihnen reden. Hier ist eingebrochen worden. Nee. Und wieso liegt das Zeug hier herum? Na, und die Scherben? Das macht doch Franz nicht, oder? Nein, das macht der Franz nicht. Wo ist er überhaupt? Das weiß ich nicht. Das verzeiht er mir nie. Er reißt mir die Ohren ab. Was soll ich dann machen? Was hast du denn damit zu tun? Sich damit zu tun? Na, durch mich hat das Ganze doch angefangen. Durch deine blödsinnige Geschichte mit dem Schnapsschmuggel. Aber das habe ich beim Zoll doch gerade geklärt. Ja, beim Zoll, ja. Bei den anderen. Welchen anderen? Na, bei den anderen, bei denen, die das hier angestellt haben. Pass mal auf, Spatzi, jetzt erzähl mir mal erst mal ganz genau, wie kommst du denn eigentlich auf die Geschichte? Jeder redet hier davon, dass Schnaps geschmuggelt wird. Na, meinem Papi haben sie auch schon die LKWs kontrolliert. Das geht seit Wochen schon so. Ach, Fred, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte dich doch nur wiedersehen. Siehst du, Spatz, das,
Das glaube ich dir, dass du mich wiedersehen wolltest. Ist ja auch ganz logisch. Ne? Aber es gibt offensichtlich auch Leute, die glauben nämlich die andere Geschichte von dir, nämlich mit, die mit dem Schnapsschmuggel. Und wahrscheinlich genau die Leute, die selber den Schnaps schmuggeln. Ich muss ihn jetzt da rausholen, weil durch mich ist er in die Geschichte nämlich rein. Vielleicht kann Papi dir helfen. Nein, dein Papi, der kann nicht helfen. Spatzi? Spatzi, pass mal auf. Dein Papi, der ist doch schon öfter gefilzt worden, ne? Sigmar. Aber sie haben nie etwas gefunden. Ja, das macht nichts. Heißt auch nichts. Wie meinst du das? Weißt du, ich hab da so eine Idee. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, was man Ihren Fragen so entnehmen kann. Sie beziehen in der Tschechoslowakei schwarzgebrannten Schnaps, schaffen ihn ebenso schwarz über die Grenze und liefern ihn hier irgendwo an einen Schnapsbrenner. Steuerfrei, nehme ich mal an. Außerdem haben Sie die fixe Idee, dass wir das genauso machen. Ja, verdammt nochmal! Ich möchte wissen, von wem Sie das Zeug kriegen, an wen Sie liefern und wer dahinter steckt. Bis zu diesem Punkt der Geschichte sind wir uns ja völlig einig. Bloß ab hier kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Sie packen mich jetzt aus, oder ich soll ich vergießen. Ganz schön aufgeregt, was? Das muss ja ein Riesengeschäft sein. Da will man sich natürlich nicht von der Konkurrenz die Preise versauen lassen. Das verstehe ich schon. Sie erklären mir jetzt heute genau, was Sie machen. Das erkläre ich Ihnen immer wieder gern. Ich fahre mit einem Lastwagen von München nach Polen, habe dort ausgeladen, bin jetzt auf der Rücktour. Und wenn wir mit unserer Unterhaltung fertig sind, dann fahre ich weiter. Dann fahre ich zurück nach München. Ich bin nämlich Lastwagenfahrer. Oh, warte, warte. Hey, sehr gut. Ich muss Sie sprechen. Junge, ab jetzt, wer du, hä? Ja, es ist gut, aber es ist wichtig. Papa! Das ist schön, aber nur kurz, weil die anderen gehst du auch was von dir. Es geht um die Geschichte mit dem Zoll und mit dem Schnapsschmuggel. Aber Fredel, du weißt doch schon längst, dass da nichts dran ist. Da ist wohl was dran. Wieso, die hat doch nichts gefunden? Ja, ich habe mit meinem Kollegen habe ich den LKW getauscht. Und die Sachen sind jetzt in einem anderen LKW. Und wo ist der Sagen Sie mal, jetzt, junger Mann, sind die Lastwagenfahrer so raue Kerle, wie man immer wieder hört? Das musst du jetzt irgendwie, aber nicht jetzt. Nicht jetzt gleich, bitte ein bisschen Geduld. Lass doch die alte Schachtel. Jetzt aber aufs Trinken. Hast du überhaupt noch nicht einen Schluck getrunken? Da. Ja. Na, den nicht. Da habe ich was Besseres für uns. Lass doch mal auf. Das ist meiner. Mhm. Jetzt wirst du was schmecken. Ah. Wo hast du gesagt, steht da, der LKW? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Nein? Nein. Ach so, was bist du? Zu doof. Nee. Er steht hinter dem Hotel zur Traube. Na, Prost. Weißt du, ich musste dir das sagen, bevor du mich in deine Familie aufnimmst. Aber Fredo, wir haben doch alle unsere kleinen Fehler. Ja. Aber eins muss ich sagen. Hochanständig von dir, dass du mir das vorher gesagt hast. Ach, hochanständig. Riech mich dir hoch an. Das ist Schlitzohr. Sehr nett von Ihnen. Ich meine von dir. Jetzt müssen wir mal einen trinken, ne? Ja.
Sie denn durch schon gehen? Nein, ich suche die Toiletten. Da sind Sie ganz falsch. Ich zeige es Ihnen. Ich bin der Vetter Leopold. Ja, ich bin der Frauer, Fred. Was hat Papi mit der ganzen Sache zu tun? Jetzt versteh mich doch nicht richtig. Die lassen mich hier nicht mehr raus. Verstehst du, dein Vater nicht, Onkel Paul, Vetter Leopold? Ich komme hier nie mehr weg. Sein LKW ist hinterm Hotel zur Traube. Ein Kühlwagen. Also beeilt euch. Aber unauffällig selbstverständlich, ja? Und du meinst, Papi schickt jetzt Leute zu deinem LKW? Garantiert. Und ich muss wissen, wer die sind. Und ich muss wissen, wo die nachher hinfahren. Weil da, wo die hinfahren, da ist der Franz. Verstehst du? Wir haben noch nicht miteinander getrunken. Nee, haben wir noch nicht. Aber wie ich das so sehe, tun wir das jetzt. Schrammel, aber dringend. Hör mal zu, Elisabeth ist hier auftaucht. Weißt du irgendwas? Hat die Ahnung, was da passiert? Ja, und wieso ist sie da nicht auf der Verlobungsfeier? Wie sie das für anständige Brau gehört? Wo war sie? Ich hab gar nicht gemerkt, dass sie verschwunden ist. Ah, da ist sie schon. Also jetzt ein Deppel, Sven, dafür sorge ich schon. Sorgen. Sag, du sollst ja auf deinen Verlobten richtig Acht geben. Ja? Aber mir scheint diesmal jetzt gar nicht so unrecht. Ans Verlobung feiern musst du sie erst gewöhnen. Ich heiße Eleonore. Zum Wohl. Ja. Ich heiße Fred. Du darfst Cowboy zu mir sagen. Weißt du, Eleonore, ich hab ein Problem. Ich wirk unheimlich auf Frauen. Sofort beim ersten Mal. Gott, Kindchen, hast du einen interessanten Verlobten? Ich hab dich ein bisschen vertreten. Da bist du ja. Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Jetzt bin ich ja wieder da. Komm, wir gehen nach oben. Ich such sofort beim ersten Mal. Komm. Eleonore. Komm. Wieso kommt denn der Franz nicht zu meiner Verlobungsfeier? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Ja. Das erklärst du mir oben, das ist schön. Ich will die zwei vor morgen Mittag 12 Uhr nicht zu Gesicht bekommen, verstanden? Okay. Ihr denkt vielleicht, ich wäre irgendein wild gewordener Tracker. Aber da habt ihr euch schwer geschnitten. Wo ist denn deine gelbe Mütze? Deine gelbe Mütze, ja. Ah, hat kapiert, was ich meine, aber er weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Im Gasthaus bei der Keilerei habe ich sie ihm vom Kopf runtergerissen und unter das Bett geschleudert. Bist du wahnsinnig, Wirt? Wo ist denn die Mütze? Die Mütze! Und meine Leute werden die Mütze finden, werden lesen, was hier vorne draufsteht und werden gleich wissen, von welchem Laden ihr seid. Du Idiot! Weg dir fliegen wir heute auf, du! Ihr fliegt sowieso auf. Da spielt die Mütze gar keine Rolle. Wir haben euch nämlich schon eine ganze Weile im Visier.
Was glaubt ihr wohl, warum unser Mann sich an die Tochter vom alten Schrammel ranmacht? Weil er der schärfste Undercover-Agent ist, den die deutsche Zollabwehr je hatte. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, ja. Aber genau deswegen haben die österreichischen Kollegen ihn angefordert. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Ja. Ja, dann ruf den Zollhof an, da steht mein LKW. Was meinst du wohl, warum die meinen LKW bis zur letzten Schraube auseinandernehmen? Das nennen wir Legende. Weißt du, was das heißt? Das ist die absolute, die totale Tarnung. Na, kriegst du, wa? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so Wahnsinn. Ja. Das darfst du nicht wahr. Ist aber wahr. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe meinen LKW-Führerschein nur für diesen Spezialauftrag gemacht. Das heißt, in einer Stunde haben wir euch sowieso im Sack. Da fahre ich nach Hause, setze meine Dienstmütze auf und hock mich in mein Büro, trinke eine Tasse Tee. Das ist eine gute Idee. Für dich beantrage ich Hafterleichterung. Hafterleichterung für dich. Jetzt komm schon. Nein, nicht da raus, hier raus. Du denn jetzt wieder raus? Du hast mich doch gerade reinhaben wollen. Jetzt soll ich wieder rausgehen? Rein, raus? Und wieso denn aus dem Fenster? Mein Gott, du hast mir doch selbst gesagt, ich soll zu deinem LKW fahren und schauen, wer ihn unter die Lupe nimmt. Mhm. Na, es waren Leute aus Papis Firma und sie haben die Gans vom Franz kaputt gemacht. Die ganze Gans? Ja, und ich weiß auch, wo sie hin sind. Sie sind in die alte Lagerhalle. Ja, und da muss auch der Franz sein. Das ist der ganze Franz. Dem bin ich sowieso böse, weil er nicht zu meiner Verlobung gekommen ist. Komm, wir müssen ihn da rausholen. Wir müssen den jetzt schon wieder rausholen. Ja, den Franz. Dann müssen wir den Franz rausholen. Bitte, wenn du darauf bestehst, dann holen wir ihm auch noch den Franz raus. Haben wir gehen über den Dach? Ach so, niemand, wir gehen jetzt über den Dach. Los, wir müssen hier aufpacken. Wir können jeden Augenblick hier sein. Der LKW muss weg! Ich komm schon. Ich komm schon. Nase. Warum bist du nicht zu meiner Verlobung gekommen? Das erkläre ich dir später. Verflixt, das ist Papi und mein Auto steht draußen. Dann nehmen wir den da. Sind Sie? Keine Angst. Sie kommen an mir nicht vorbei.
Überhol schon, das ist ja Wahnsinn. Das geht doch nicht, siehst du nicht? Er lässt mich nicht. Oder soll ich unter ihm durchfahren? Na, nicht durch, vorbei. Lass gleich reden, Fluchtecke. Aber los werden wir sie auch nicht. Doch, die werden auch los. Jetzt und sag mal, die Vorder ist schon. Das ist ja. Und zwar jetzt. Gib Gas! Lass brennen! Ist mir klar! Na, still, du Schwein, du! Mietkerl! Hundsverrückte! Na, still! Reich wie dieser Wicht! Hans, ich bin stolz auf dich. Ich auch. Ist der Wasser hier! Wir sind im Wasser! Du Schwein, da bleib stehen! Nichts. Ja, sehe ich. Bloß, warum wollten die den LKW wegschaffen? Guck dir doch mal die Reifen an. Sieht aus, als hätten wir eine Ladung drauf, eine kleine. Aber die Federn sind auch ein bisschen durchgedrückt. Ich habe eine Vision. Sag mal, hast du gesoffen oder ich? Mach mal die Türen zu. Wo willst du denn hin? Wir brauchen eine Waage. Franz, du musst aussteigen, sonst kann das ja gar nicht stimmen, das Gewicht. Also das ganze Ensemble macht 4,5, 5 und 8 bis 6. Das sind 19,6 Tonnen. Ja, aber die Waage zeigt 24,8 Tonnen. Das heißt, nach Adam Riese hat 5,2 Tonnen geladen. Frag sie nur, wo. Ich glaube, ich weiß, wo. Die haben meinen LKW gestohlen und meine Tochter haben es auch entführt. Sehen Sie da. Was ist denn jetzt los? Augenblick, Moment, so schnell schießen die Preußen nicht. Und? Wir haben das Auto nicht gestohlen. Wir haben es sichergestellt. Und wissen Sie warum? Kommen Sie, ich zeige Ihnen das mal, weil damit geschmuggelt wird. Ja. Und zwar Schnaps. Kommen Sie, gucken Sie sich das an. Fräulein, könnten Sie mir mal Ihre Spitzhacke leihen? Ja. Danke. Hey, was fällt Ihnen ein? Was machen Sie da? Das können Sie doch nicht machen. Ja, kann ich das jetzt oder darf ich das? Sie dürfen, wenn Sie können. Ich darf, wenn ich kann. Normalerweise ist zwischen der Außenwand und der Innenwand eine Isolierschicht von 10 cm. Nicht bei Schrammel. Der hat das nämlich mit Schnaps gefüllt. 5,2 Tonnen. Ja. Jetzt haben Sie Ihren Oberschmuggler. Für uns ist die Sache erledigt. Die können ihn schon mal verhaften. Wir haben unseren Lastwagen wieder. Sie haben Ihren Freddy. Da steht dem Glück ja nichts mehr im Wege. So, Herr Schramme, das war's. Geh mal. Ich weiß wohl nichts. Das hat noch einen Nachspiel, das sage ich Ihnen. Ich habe Beziehungen. Und wenn Sie glauben, Sie könnten nicht einfach so etwas anhängen, dann haben Sie getäuscht, so gewaltig. Franz? Mir fehlen ein paar Stunden. Ich habe geträumt, ich habe mich verlobt. Und du bist nicht gekommen, das kann doch gar nicht sein, ne? Da musst du sie fragen. Was? Wer? Er will wissen, ob sie sich mit ihm verlobt haben. Ja, weißt du, mir fehlen nämlich ein paar Stunden. Ist ja nicht so schlimm. Nee? Na, dann verabschiedet euch mal, dass wir weiterkommen. Ja, Spatzi, ne? Ich kann wirklich nichts dafür, Franz, dass die Frauen so hinter mir her sind. Was? Ich tue nichts, ehrlich. Ich komme immer hinterher. Sammel dich rum. Ich will nach Hause. Ich muss in die Werkstatt. Was kaputt? Ja, meine Gans. Hast du nicht gesehen? Los, gib Bleifuß.
schon gut. Ich weiß schon Bescheid. Was macht's denn? Aber macht hin, ich hab's unheimlich eilig. Augenblick mal. Ich verstehe. Franz, du verstehst gar nichts. Ich konnte nicht anders. Nee? Ja, also. Macht ja eigentlich nichts, ne?